Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Skyrim 5. So, wir sind zuletzt hier ja auf dem Weg über die Berge gewesen. Nach, wie hieß das nochmal? Ivarstadt. Da müssen wir hin. Mit den Graubärten sprechen. Wie auch immer die Graubärte sind. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Ich krieg das nicht in den Kopf rein, dass ich mit Alt laufen muss. Also sprinten. Bergblume. Natürlich hier alles ein bisschen mitnehmen. Für irgendwas wird das gut sein. Können wir uns bestimmt Tränke brauen und sowas. Oder eventuelle Quests. So, wo sind wir denn jetzt? Da. Also müssen wir rechts abbiegen. Müssen wir darüber. Eine Distel. Oh, herrlich. Oder wir sollten einfach dem Weg folgen. Der Weg wird uns schon rüberbringen. Ja, okay. Mit dem Brunnen können wir anscheinend nicht interagieren. Ich hätte ja gedacht, dass wir da jetzt eventuell rein können. So, steck mal die Waffe weg, Kumpel. Du hast keinen Grund, mit gezogener Waffe rumzulaufen. Drüben läuft wer rum. Wissen noch nicht, ob gut oder böse. Aber das können wir jetzt herausfinden. Hi, Kumpel. Taska, der Reisende. Hallo, werter Reisender. Ein fahrender Troubadour und ein wandernder Taugenichts. Zu Ihren Diensten. Die besten Geschichten sind die, in denen es um Abenteuer geht. Wer könnte solch eine Geschichte schreiben, ohne zuvor eins erlebt zu haben? Das stimmt. Tja, nach einem gewissen Vorfall, bei dem ein verwegener Bursche und die Tochter eines bedeutenden Taner eine Rolle spielten. Nein, lieber nicht. Leider nicht. Aber wenn ihr eure Zunge wirklich schärfen wollt, solltet ihr es mit der Bardenakademie in Einsamkeit probieren. Okay. Für einen großzügigen Reisenden? Aber natürlich. Was würdet ihr denn gerne hören? Möge es mir Segen mit euch sein. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit machteller Stimme nach alter Nordart. Glaub mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht ward das Dunkel, es lebt die Legende. Fürwahr, das Drachenblut ist da. Danke. Yay! Total unmotiviert gewesen. Der gute Herr. Es ist halt doch wie so ein altes Spiel. Eine Hammergrafik. Ich habe jetzt auch hier keine Mods oder irgendwas drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
Sieht klasse aus, gefällt mir. Wunderbar, wunderhübsch. Hier ist irgendwo eine Höhle. Oder ist die da oben? Ah, die scheint da oben zu sein. Da sitzt doch ein Bär. Sind wir jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, wir laufen geradeaus zu. Bergblume, Bergblume. Iwadstadt. Seid ihr wieder auf dem Weg, die 7000 Stufen hinaufklimmen? Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. 7000 Stufen. Wirklich? Ja, doch. Ich gehe ja eh da hoch wahrscheinlich. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Okay. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Alles klar, ein paar Wölfe. Bei diesem Wetter können wir nicht. Vernöss ich zum Frühstück. Gut. Heute nicht. Ich bin für verzeiht, den aber ihr seht nicht besonders. Ich fand es immer schon seltsam, dass eine Schicht dichter Wolken den Gipfel des Berges über dem Kloster bedeckt. Hm. Ich weiß nicht, was dort oben ist. Aber ich wette die Graubärte schon. Bestimmt. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte: Erzähl. Gwillin, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werdet das, was ihr werden wollt. Also habe ich seinen Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Und kommt es nicht allein darauf an? Natürlich. Gut, mehr hat er nicht zu erzählen. Ich weiß es diese nicht, Klimmick hier, der sieht so von der Seite aus wie Triple H von der WWE. Eines Tages vielleicht. Triple H! Oh. Hallo. Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Die Graubärte sind ein merkwürdiger Haufen. Ich habe gehört, dass sie ihr ganzes Leben lang kein einziges Wort reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Komisch. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Oh. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern. Aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Fastred, ich möchte mit euch reden. Was ist denn nun wieder? Meine Tochter treibt mich in den Wahnsinn. Man nennt den Weg zum Kloster die 7000 Stufen. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis ganz nach oben schaffen könnte, ohne vor Erschöpfung zusammenzubrechen. 7000 Stufen sind doch viel Zeug. Einfach so schnell ihr könnt aus der Stadt. Hier gibt es nichts. Hallo? Warum bist du so freundlich? Die Graubärte haben das Drachenblut nach... Was könnte das zu bedeuten? Iwadstädter Wache. Die Rückkehr des Drachenbluts? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch eine Macht. Da gehen wir gleich rein. Bei den Göttern. Dann ist es wahr. Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Es ist wahr. Diese Bären machen Fräulein Pepper so wütend. Gasthaus. Ich hoffe, ihr könnt etwas dagegen tun. Oh.
Was für eine Wache? Prächtige Rüstung. Wache? Aus traditionell Glimmix Sauce. Ich würde es auf jeden Fall geknackt kriegen. So, was haben wir denn hier noch? Ich möchte natürlich mit jedem quatschen. Ich möchte keine Aufgaben verpassen. Da steht noch wer. Hey, Kumpel. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auf der Straße wird es zu glimmig. Mehr Wachen wie Einwohner. Sehr gut. Was kann ich für meinen Nordverwandten tun? So, gehen wir mal ins Gasthaus. Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Zeit, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Ihr seht nicht wie ein Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Es war drüben bei den Hügeln. Das ist eine Was für eine langweilige Unterhaltung. Ihr solltet euch doch von diesem Ort fernhalten. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Ich wollte schon immer einmal die 7000 Stufen zum Kloster hochsteigen. Ich würde alles geben, um dieser öden Stadt zu entkommen. Ich beneide euch. Ja, warum gehst du nicht einfach? Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Nee. Ich spiele die Laute. Wenn ihr ein Lied hören wollt, würde euch das nur 5 Goldstücke kosten. Alles klar. Oh, danke. Ihr seid sehr freundlich. Hättet ihr immer noch Interesse? Nein. Ich sage natürlich. Euch eins, wenn ich sie von hier wegschaffe. Vielen Dank, würde mein Herr. Sofort tun, aber Klimek muss noch so viel lernen. Klimek kommt schon zu. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Ja. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Chill! Übertreib nicht. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Natürlich. Erkunde den Feuerschleierhügel. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Dann zeig mal her, töte den Banditenanführer in Nilheim. Vor 1-2 Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab. Und das war's mit ihm. Wir haben ihn nie wieder gesehen. Super. Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Verdammter Dummkopf. Sprich mit Aventus Arentino. Vor 1-2 Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ja. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen. So, wir haben ihn nie wieder gesehen. Magiekundige interessieren mich nicht. Mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Die sind hoch im Norden. Mir gefällt es auch gar nicht, dass unser Jarl einen Hofzauberer hat. Naja, kannst du nichts machen. Haltet im Hügelgrab die Augen offen, sonst erwischen sie euch. Tumba.
Ihr seht ein bisschen müde Tasga. Aus. Solltet ihr nicht zu Hause im Bett sein? Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Grilli? Diese Bären machen Fräulein so, Emma so sonst haben wir hier keinen. Hier gegenüber war noch ein Gebäude. Schauen wir mal da drin. Oh, 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 oh. Nein. Es werden keine Schlösser geknüpft. So. Was war hier noch? Sternschuppenhof. Was? Ah, hier sitzt wer. Ihr müsst ein Pilger auf dem Weg nach Hochrodgar sein. Das ist der Ein... Es ist furchterregend, unter ihrem Kloster zu leben. Manchmal könnte ich schwören, seltsame Geräusche von dort oben zu hören. Es klingt wie Donner, aber ohne Regen. Was haltet ihr davon? Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Oh. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Danke. Natürlich, geht. Alle anderen machen das. Ja, natürlich geht's. Putti. So, hier ist noch ein Sägewerk. Da steht eine Frau. Da gehen wir gleich auch mal noch hin. Hallo. Ich kann euch nicht sehen, Reiter. Reiter war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Reiter wird zurückkommen. Frage Wilhelm nach Reiter. Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Reiter geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Reiter verabschieden. Armer Nafi. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Geschenk aus Nächstenliebe. Wenn ihr Reiter seht, könnt ihr ihr sagen, dass Nafi sie vermisst und dass sie geschwind heimkommen soll? Ja. Wir werden gucken, was sich machen lässt. Hallo? Ein Lachs. Boah, jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ivarstadt. Ja. Schon festgehangen. Klimmig. Hallo. Oh, mein Pferd ist auch da. Schön. So, und jetzt gehen wir mal da noch hoch. Guck mal, wer die Frau ist. Was braucht ihr? Hallo, gute Frau. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Mein Geschäft geht den Bach runter. Mein Lehrling hört nicht auf mich und jetzt kommen auch noch Drachen. Hätte ich nicht alles Gold in meine Mühle gesteckt, wäre ich schon längst aus Ivarstadt verschwunden. Ja. Die Graubärte lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Das kommt mir ganz gelegen. Die Graubärte lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Da. Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. Habt ihr mal gesehen, was Bären mit Bäumen machen? Sie springen auf ihre Hinterbeine und zerkratzen sie, um ihr Territorium zu markieren. Okay. Ich muss schon ganz Himmelsrand nach unberührten Bäumen in der richtigen Größe absuchen. Das kostet zu viel Zeit und Geld. Alles klar, sehr gut. Alles wird gut, Madame. Fass das bitte nicht.
Was? Oh, hey. Ihr reist herum. Ja. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu erzählen über die Welt außerhalb dieser langweiligen Stadt. Definitiv. Aber es ist noch nicht so viel. Ihr missachtet mich. Feuerschleierhügel entdeckt. Was haben wir denn hier Schönes? Einbalsamierungswerkzeuge. Müssen wir mal hier reingehen. Automatisches Speicher. Uhu. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber das werden wir herausfinden. Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls noch nicht getan, und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen von mir, und ich hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen beim Erkunden dieses Dungeons. Bis dann, meine Freunde. Ciao.